Freistoß jetzt für Strahlen, Timo Melis und Kevin Wagen. Sind fünf Alner, die auf die Einwürfe warten. Der wird auch verlängert, Mazzolo, dann im Nachsitzen. Riesenchance. Jan Holdak. Bei Mazzolo war gerade zum Beispiel keiner. Und im Rückraum bei Timon Schmitz auch nicht. Holdak. Und dann ist er das 1:0 für Rot-Weiß-Aalen. Mit Fortun, mit Glück, aber das ist wurscht. Holdak. Und der rutscht durch und das war die Riesenchance aus 2:0. Mehr Glück damit. Beide Hände gehen hoch von Misuta. Und der ist schärfer und der ist drin. Malek Fakro, 1:1. Die Flanke ist nicht schlecht, Mazzolo und 2:1, Rot-Weiß-Aalen. Und René Lindner, er macht den Fehler wieder mit, den er eben. Die Bank beordert worden heute und auch in den letzten Wochen generell. Sehr, sehr stark, Jan Holdak. Getroffen in dieser Saison. Anna, Altun. Yasin Altun und da ist Anna Elias. Alarm! Auf der Linie! Kein Tor! Altun, der Pass war gut. Nebi. Ada Nebi macht selber! Nebi. Ada Nebi. Und Mazzolo 3:1! Herzlichen Glückwunsch zum Klassenerhalt, Rot-Weiß-Aalen. Gianluca Mazzolo. Drittes Saisontor für ihn und jetzt steht das Werte-Stadion Kopf. Ist es vollbracht. Der Ball noch einmal rein und geht drüber und bleibt auch noch drin und der Anschlusstreffer. Sam De Witt. Und jetzt ist Schluss. Rot-Weiß-Aalen hält die Klasse, spielt auch in der nächsten Saison in der Regionalliga West. Und was soll man sagen? Die Totgeglaubten leben länger. Die waren eigentlich schon abgeschrieben. Und jetzt heißt es herzlichen Glückwunsch zum Klassenerhalt. Die ersten Fans stürmen den Platz. Hey Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Hier geht's übrigens zu weiteren Fußball-Highlights. Hier könnt ihr euch Formate von uns anschauen und hier könnt ihr ein Abo dalassen.